Hallihallo und herzlich willkommen zum dritten Advent. Heute stelle ich euch wieder eine Map vor und ich hoffe, ihr werdet so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gebracht. Eieiei. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis nach dem Intro. So, da bin ich auch schon wieder und heute werde ich eben diese Map vorstellen, also vorstellen, ein bisschen drumherum fliegen. Eigentlich sollte man hier mit der Minecart das betätigen, aber ich finde, das ist nicht so schön mit der Minecart, die irgendwie ist. Und hier das Merry Christmas Schriftzug, also ja, ist noch nicht Christmas, aber der dritte Advent, ja. Und an dieser Stelle möchte ich noch ein Dankeschön aussprechen für an den Mellen, weil der hat diese Map freundlicherweise ausgesucht, also jetzt sie gefunden. Ich hatte nicht wirklich Zeit und ich habe auch keine gefunden, wenn ich gesucht habe. Ich habe schon gedacht, einen Server vorzustellen, aber, oh, der hat so ein Dings, eine Pfeife, ja genau. Und vielleicht professionell wird da diese Vorstellung jetzt hier nicht, die wird einfach so ein bisschen random sein. Also ich will euch halt vielleicht ein bisschen Weihnachtsstimmung aufkommen lassen und vielleicht hört ihr es an meiner Stimme, ich bin ein bisschen angeschlagen, ich habe immer noch ein bisschen die Grippe, aber nicht so schlimm. Jetzt habe ich einfach ein bisschen Schnupfen und so. Habt ihr wahrscheinlich in den letzten Videos gesehen. Und ich bin der Weihnachtsmann. Oh, ich sehe nicht mal über die Kante hier. Und Rudolf, geh! Ja, ist das auch wirklich Rudolf? Man weiß es nicht. Und hier sind auf jeden Fall die Rentiere richtig schön gemacht. Finde die richtig schön. Oh, Rudolf, oh, ich bin in dir drin. Hi. Ja, Rudolf hat der roten Nase. Ja. Das finde ich auch cool gemacht. Also, die wie bei jeder Map, wo es so Rentiere hat und so. Hat Rudolf eine rote Nase, aber jetzt, Freunde, ich glaube es nicht mehr, er hat keine mehr. Richtig schlechte Witze, auf jeden Fall zu Weihnachten dürfen nicht fehlen. Nein, keiner. Und hier auch überall so ein bisschen weihnachtliche Sachen aufgehängt. So ein bisschen Zuckerstangen, Zuckerlis, nein, das ist von Simon, ei, darf ich doch nicht sagen, das geht doch nicht, ei. Nein, nein, aber hier in den Laden ist auf jeden Fall auch recht schön dekoriert. Dekoriert in den Laden, alles dies, das. Und hier oben ist gar nichts. Und hier ist einfach der Stern. Hi. Das finde ich auf jeden Fall. Ist das ein Fenster? Ah ja. Hä? Das sieht man ja. Das sieht man wirklich gar nicht. Aber auf jeden Fall finde ich die Map auch recht schön gestaltet. Ich habe mir am Anfang habe ich gedacht, die ist nicht so schön. Ist trotzdem schön. Einfach diese Zugschienendinger nerven ein bisschen. Die versauen so ein bisschen den Look. Man könnte jetzt hier drüber fahren, ja, und sieht jetzt halt ein bisschen die Map, aber ich finde das Ganze dann auch nicht so, so schön, weil das passt auch irgendwie nicht so zu Weihnachten und es vermisst auch so ein bisschen die Map, weil ihr seht da überall zum Beispiel, nein, nicht. Hier überall um den Schneemann jetzt so, sind so Wege und so, das finde ich jetzt auch nicht so, so super schön und ich nehme das auch jetzt zum zweiten Mal auf, weil ich nicht wirklich viel nicht wirklich gut war im ersten Video und ich hoffe, meine Stimme ist jetzt nicht wirklich doch noch so scheiße wie für den vorherigen Versuch und ich mache jetzt einfach mal einen Screenshot, zack, einfach so mitten im Video, ja, es geht, Freunde, ich habe es getestet und auf jeden Fall möchte ich vielleicht in diesem Video euch noch fragen, was sind so eure Wünsche für Weihnachten, was werdet ihr kriegen, wisst ihr schon, wisst ihr es nicht, ist bei euch alles so überraschungsbasiert und ja, schreibt es mal unten in die Kommentare. Also ich werde wahrscheinlich meine Videoqualität sehr verbessern können, weil ich werde mir das Rode NT1A kaufen. Oh, das hat ja jeder. Ja, es hat jeder und es ist auch gut. Und ich werde mir dann auch noch einen neuen Schreibtisch kaufen und dann auch noch die Facecam. Aber die Facecam weiß ich noch nicht, wann ich sie dann einsetzen werde. Könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, wann ihr vielleicht das wollt, ob ihr es wollt und so weiter. Wenn ihr bis hier geschaut habt, hallo die Leute, die bis hier geschaut haben, ich mag euch. Und ja, dann würde ich einfach mal sagen, wäre es das so ein bisschen gewesen für diese Weihnachtsvorstellung. Und ich habe gerade eine SMS bekommen. Ich hoffe ja, man hat das nicht gehört, aber ich glaube schon. Aber das kann ich jetzt nicht ändern, weil ich finde dieses Video, also diese Aufnahme ist eigentlich recht gut. Und ich lasse mich nicht beirren und ich mache es auf stumm, dass mir jetzt ja keiner mehr schreibt. Und auf jeden Fall würde ich sagen, wenn ihr euch auch auf Weihnachten freut, lasst eine positive Bewertung da. Ein bisschen komischer Ansatz. Aber ja, lasst eine positive Bewertung da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und dann würde ich einfach mal sagen, haut rein, Freunde. Bis zum vierten Advent. Oder morgen kommt ein anderes Video. Tschüss.